Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Imperium Romanum. Wir sind in Verulamium auf der Insel bei den Tommies, wenn man das so nennen möchte, in Britannien. Hier hinten haben wir jetzt das erste Dorf zerstört, das finde ich wunderbar, denn jetzt könnten wir uns hier mal ein bisschen weiter aufbauen, auch wenn ich glaube, dass der Holzmangel uns hier da einen Strich durch die Rechnung machen wird. Ja, wobei, wir hätten hier nur noch eine gewisse Menge Holz. Ja, könnte man gegebenenfalls versuchen, sich einzuverleiben. Arbeiter sind da auch in der Nähe. Sehr schön. So, jetzt aber erstmal hinten. Dass wir an den Marmor kommen. Na, komm her, Straße. So, schwingen. Dann eine Präfektur darf hier logischerweise nicht fehlen, genauso wie ein Markt und oder eine Taverne. Wir nehmen hier aber den Markt. Wobei Fisch haben wir eh nicht, ne? Ah ne, warte mal, Tücher werden über den Markt verteilt. Kommen wir hier auf der Rückseite noch Häuser bauen? Ja, das geht sogar noch, sehr schön. Hoffe ich. Und ein Tempel, ganz... Ah, da fehlt Geld! Ein Späherbericht. Ich würde sagen, wir ziehen mal eine Karte. Baue drei Stallungen. Sehr schön, das hätten wir schon. Die Equites, Reiter, waren Mitglieder einer hohen sozialen Schicht in Rom und werden häufig mit Ritter übersetzt. Ursprünglich waren Equites berittene Soldaten, aber später wurde der Titel ein Prädikat des Adels. Sehr schön, so eine Sekunde. Wir lassen die dann einmal ausreiten, denn, wie gesagt, da kommen ein paar Truppen. Das sind wieder zwei von vorne und die anderen grätschen dann von der Seite rein. So, wo sind sie? Da hinten kommen sie. Ich zieh schon mal eine Karte. Eine Barbarenarmee ist auf dem Weg in deine Stadt. Die Armee unter der Führung Boudicca besaß das Überraschungsmoment und brannte Londinium, Camulodunum und Verulamium nieder. Bei dem Überfall. Ja, hätte ich mal die Karte nicht gezogen. So, sobald es geht, lasse ich euch mal eben alles zurückziehen. So, ist die Armee. Ach, die steht hier schon. Ja, dann aber schnell. Und ihr auch einmal bitte ausreiten. Zack. Dankeschön. Oi, oi, oi. Ob ich das jetzt so abgewehrt kriege, ich weiß ja nicht. Nope. Die erste Truppe ist down. So, Schwertkämpfer und leider auch Bogenjungfern. Ich glaube, die zerreißen mich gerade ein wenig. Wobei... Es könnte was werden, ihr Lieben. Mit etwas Glück. Manche deiner Bürger sind sehr arm und könnten. Ach, Gott sei Dank. So, den hätten wir überstanden. Wunderbar. Wenn du 50 Denarii zahlst, werden alle Bedürfnisse deiner Bürger befriedigt. So, hier fehlen noch Einwohner. Das verstehe ich. So, und hier würde ich sagen, verkaufen wir mal Marmor nach Rom. Oh, da kam mir direkt der nächste Angriff. Ihr Schweine! Blöden Penner! Habe ich ja gar nicht mitbekommen. So, zur Sicherheit schon mal aufbauen. Und ihr helft mal bitte mit, auch wenn ihr jetzt noch nicht volle Mannstärke habt, aber besser, die kriegen auf die Fresse als wir. Und wieder jemand, der um Geld bettelt. Oh Mann, ey. Hier läuft's ja richtig rund gerade. Ich muss ja eben die Nachricht alle wegkriegen. Hier fällt ein dunkleres Gebäude. Ja, die Arbeiterknappheit habe ich auf dem Schirm. Man mag's kaum glauben. So, ein Tempel muss hier auch noch hin.
Eigentlich wollte ich dich schnell beschleunigen, aber gut. Ich zieh mal die nächste Karte. Wenn du 30 Einheiten Marmor abbaust, erhältst du 500 Denarii. Nett, die möchte ich auf jeden Fall gerne haben. Und ich bin mal so... Bin ich so waghalsig und ziehe eine weitere Karte? Ja. Altäre und Tempel erbringen doppelte Einnahmen, solange diese Ereigniskarte gibt. Archäologen haben am Forum von Verulamium eine Inschrift entdeckt, nach der Kaiser Titus, Sohn des Vespasian, die Basilika von Verulamium im Jahr 79 nach Christus bewundert hat. Nett. Das extra Gold ziehe ich mir gerne rein. Der Siedlermangel, der ist aber doch ein bisschen nervig. Könnten wir hier hinten... Warte mal, ich überlege gerade, kommen wir mit einer Schule hier... Ja, da kriegen wir doch noch abgefrühstückt. Sehr schön, die bauen wir. Und die beschleunigen wir auch. Du bemerkst ein Gebäude in Ost. Ja, Überraschung, Holz fehlt. Jetzt habe ich alles erlebt. Manche deiner Bürger sind sehr arm und können... So, wie viel brauche ich denn? 2000? Yes, was bringt denn die nächste Stufe? Ach, sehen wir noch nicht. Sehen wir erst, wenn es soweit ist. Stoffe sehen gut aus, Olivenöl auch. Wurst ist nur ein bisschen wenig. Würde ich sagen, sollten wir hier hinten vielleicht nochmal nachziehen, weil wir ja hier durchaus eine Menge Platz haben. So, was sagt das Gold? Oh, wir können bald hier ein Upgrade machen. I like. 60 Schleifen fehlen uns noch, wenn jetzt jemand so nett wäre und die mal in einem Tempel liegen lassen würde. Das wäre Töfte. Manche deiner Bürger sind sehr arm. Natürlich gebe ich lieber dir das Geld, als das Upgrade zu machen. So, jetzt kann ich's. Yay, zack. Das habe ich gar nicht geguckt, was die Stufe macht. Ach, der Brunnen, genau. Dir fehlt es am Tempel. Wo wohnst du denn? Hä? Du hast doch einen Tempel direkt in der Nähe. Du hast den sogar im Prestige-Einfluss. Das stimmt nicht mit dir, Kollege Turnschuh. Das ist doch Stutz, was du da redest. Ich überlege gerade, ob ich ein Barbarendorf platt machen will. Ich glaube, das möchte ich auch auf die Gefahr hin, dass wir... Ja, dass ein Angriff kommt. Passt ja wieder Arsch auf den Eimer. Ihr wieder da. Und ihr wieder da mit euren Homies. So, das hätten wir mit doppelten Einnahmen. Rom schickt 20 Eisenwaffen, 20 Holzwaffen und 20 Einheiten Tuch. Nett, danke Rom. Wenn du drei. Ich glaube, ich brauche noch eine Stallung. Das ist mir alles zu wenig hier. Hattest du uns eigentlich schon angegriffen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Manche deiner Bürger sind sehr arm. Ach, verdient doch einfach mal Geld. Geht doch einfach arbeiten. Ist ja nicht so, dass wir keine freien Arbeitsplätze hätten. Hier, 8 offene Stellen. Okay, 7. Hey. So, mal schauen, wie lange die Baustelle hier braucht. Vielleicht können die noch dazu stoßen. Das wird sich zeigen. Ich möchte den Bau aber nicht beschleunigen, weil so langsam muss ich auch mal ein bisschen aufs Geld gucken. Wobei, ich verkaufe jetzt Marmor, ne? Wenn du 30. Was ich unterlassen sollte, weil ich ein Ziel habe. Das habe ich vergessen. Warte mal.
Einmal den Handel stoppen, bitte. So, jetzt müssen hier nur noch Waffen und so ankommen. Aber ich glaube, die Truppen werden vorher ankommen. Wobei, die sind noch ein ganzes Stück weit weg. Noch geht das, aber irgendwie... Okay. Ich wollte jetzt gerade sagen, irgendwie schlagen die einen komischen Weg ein. Dir fällt ein dunkleres Gebäude. Nee, komm, mit denen wird das nichts mehr. So, dann klöppelt mal los und ihr kommt bitte von der Seite dazu. Und haut mal hier die Moral zu Klump und natürlich auch die Barbaren selber. So, Rückzug, Rückzug und Rückzug. So, die Minenarbeit hätten wir damit. Wenn du 750 Denarii zahlst, werden alle Bedürfnisse deiner Bürger befriedigt. Und wir verkaufen wieder Marmor. Eine Barbarenarmee ja, ist im Anmarsch. Ja, natürlich. Dem römischen Statthalter Britanniens, Gaius Suetonius Paulinus, gelang die Niederschlagung des von Boudica geführten Aufstands bei der Schlacht von Watling Street. Die Ereignisse wurden von den römischen Historikern Tacitus und Cassius Dio aufgezeichnet. Komm, wir ziehen direkt die nächste. Baue 5 Monumente. Dann produzieren alle Metzger, Bäcker und Schneiderinnen bis zum Ende des Szenarios mehr Waren. Jetzt ist nun die Frage, was genau zählt als Monument? So einmal alle. Ausreiten, bitte. Ach, das sind nur Bogenschützen, okay. So, schauen wir mal. Monumente. Ach, das sind allgemein die hier. Wir haben den Triumphbogen ja noch. Ja, gucke mal, schau. Nummer 1. Ach, da kommt direkt noch parallel ein Angriff. Ihr Schweine. Eine Barbar. Baue 5 Monumente. So, die kriegt ja wohl klein, oder? Hier ist direkt die Moral zerschlagen. Wunderbar. So, alle einmal bitte Wunden lenken und dann werden wir zeitnah das nächste Dorf mal plätten. Weil langsam aber sicher habe ich die Schnauze ein wenig voll. Eine goldene Statue brauche ich für den Neptunbrunnen. Alles klar. Das lässt sich doch grundsätzlich einrichten. Huch, jetzt öffnet die Maus ein bisschen zu weit raus. So, jetzt dann hätten wir 2, den Bacchus-Tempel. Können wir denn hier noch irgendwie... Ja, guck mal, das sieht doch schön aus. Den bauen wir davor. Fortuna kriegen wir dann bestimmt auch noch hier rein. Yes. Dabei machen wir da hin. Dann passt das auch. Versuche, eine Bevölkerung von 50 Bürgern zu erreichen. Joch, knapp. Obwohl die Stadt beim Aufstand der Iceni eingenommen wurde, wuchs Verulamium kontinuierlich und bedeckte im 3. Jahrhundert nach Christus 50 Hektar. Hat da... So, wie schaut's mit der Truppenstärke aus? Ihr seid noch nicht voll. Ihr seid voll, dann könnt ihr schon mal ausrücken. Das senkt ja nicht die Moral oder so. Ihr seid auch voll. Einmal ausrücken. Ihr seid auch voll einmal ausrücken. Manche ja, natürlich kriegst du ein arm. Talerchen. Eines Nacht. Der hohe Priester des Neptun feiert ein großes Fest. Und ihr seid auch fertig. So, wir senken mal kurz das Tempo, damit wir alle vernünftig bewegen können. Dar, das dem Gott der Meere angemessen ist. Du kannst jetzt den Neptunbrunnen bauen. So, wir sammeln uns einmal hier hinten. Dann schauen wir mal, ob die jetzt schon direkt auf uns aufmerksam werden. Spätestens jetzt werden sie's. Zack, noch bevor die sich überhaupt sammeln können, kriegen die schon aufs Fressbrett. So mag ich das.
Sehr schön. Und Advent, Advent, die Hütte brennt. 3, 2, 1, meins. Schapp, schapp, zerrapp. So, genug ins Phrasenschwein geworfen. Diese wunderschöne Stelle gehört uns. Das finde ich gut. Hatten wir nicht eigentlich irgendwo mal ein Goldvorkommen? Ich meinte, ich hätte schon mal was gesehen. Hier oben. Ja, will ich mich bis dahin erweitern? Manche deiner Bürger sind sehr arm und könnten... Andererseits brauche ich es aktuell auch nicht, weil Geld habe ich genug. Baue 5 Monate. 2 habe ich schon gebaut. Hier seid ihr noch bei, ne? Eine Barbarin. Ach, natürlich. What else? Die Rhabarber-Barbara-Barbarin. So. Kleiner Zungenbrecher. So, leider fehlen mir aktuell ein bisschen Eisenwaffen. Wo sind die denn? Ah, die sind schon da. So, einmal aufs Fressbrett bitte. Oh, das sind aber zwei. Ne, das sind doch nur 2 Truppen. Wirkt aber viel mehr. Egal, so oder so, die kriegen die Fresse dick. Und sie sind weg. Du bemerkst eine edle Residenz. Oh, die erste Villa, sehr schön. Eine Baba. Baue 5 Monumente. Dann produziere, stelle 5 Villen fertig. Kaiser Augustus befahl, dass ein Bürger zum Reiter werden konnte, wenn er 400.000 Sesterzen besaß. Die Reiter waren auf dem 2. Platz der römischen Elite und besetzten den Rang unter den Senatoren. Das machte sie politisch harmlos und somit ideal für wichtige Ämter im Staat. Und wieder ein Angriff. Ich muss ja schon, wie viel Eisenerz habe ich? Eigentlich genug, ne? Dann könnte ich mir mal eine 2. Waffenschmiede erlauben, denke ich. Machen wir mal einen Schnelldurchlauf. Auch ein bisschen schneller, dass wir da auch Arbeitskräfte hinkriegen. So, ihr seid voll aufgeladen, ihr auch. Das ist wunderbar. Ihr ebenfalls. Was mit euch? Ihr auch. Das ist doch traumhaft. Könnt ihr hier gleich 2 von der Flanke reingrätschen? Hihihi, I like. Manche deiner Bürger sind natürlich sehr arm, hauen wir einen raus. Kriminell werden. So, Moment, ich glaube, ich habe die 5 Villen. Yes, sehr schön. Baue 5 Monumente. Nein, das brauche ich nicht nochmal hören. So. So, dann einmal bitte ein Grätschmanöver. Wobei, so versetzt wie die kamen, lohnt die Grätsche gar nicht, aber egal. Wir hauen den trotzdem aufs Fressbrett. So, ich drehe mal das Tempo kurz ein bisschen runter, dass wir mal unser Micromanagement ein bisschen sauberer hinkriegen, beziehungsweise dass weniger Ingame-Spielzeit drauf geht, denn ich will alsbald die anderen Dörfer da zerstören. Kommt da noch eine Armee? Da kommt noch eine Armee. Das ist ja frech. Ach, die kommen auch noch hin. Oh, oh, oh. Warte mal. Gut, dass ich jetzt gerade das Tempo gesenkt habe. Blöden Penner, ey. Ich glaube, es hackt. Hä, wer fehlt denn jetzt noch? Ach, ihr seid schon drin gewesen. So, ich würde sagen, wir machen mal, da wir jetzt monetär deutlich besser dastehen. Obwohl? Ja doch. So, alle Opfer. Und dann besteuern wir mal. Zack, und besteuern nochmal. So, ein Monument fehlt noch. Was fehlt denn noch?
1, 2, 3. Ach, den Neptunbrunnen könnte ich noch bauen. Das wäre in der Tat sehr fein. Ach, auch noch mit Bogenschützen. Ihr seid ja frech. So, den ersten Trupp hat es zerrissen, leider. Aber das wird auch der letzte sein, den es zerreißt. Hoffe ich. Und sie ziehen sich zurück. Sehr schön. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.